Yo, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature. Und zwar heute geht es um die Toyplosion. Ja, 15. wann war das? 14. 15. September, ne? Castrop Rauxel da in der Halle, wie im letzten Jahr auch, als die Premiere sozusagen war. Ja, manche einer kann es vielleicht gar nicht mehr hören, nicht mehr sehen, Toyplosion. Ich kann mich an den ganzen Videos nicht satt sehen. Deswegen kommt mein Video zur Toyplosion nämlich auch erst irgendwann. Vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht aber auch erst so 2 Monate vor der nächsten Toyplosion. So werde ich nämlich auch mit dem Maché Noir Video verfahren, welches im Februar 2024 gedreht worden ist von mir. Das ist auch immer noch nicht fertig. Aber ich denke mir bei der Masse, ne, an YouTubern, die da waren, also an Videos, die online sind, diesmal, ich glaube, es sind wirklich noch mehr als zur ersten Toyplosion. Und da ist so viel geiles Zeug bei, ich kann mich da nicht dran satt sehen, wenn ich an den Star Wars Sammler, den Thomas, denke. Dieses über 4 Stunden Video, total geil, richtig geile Interviews drin, das bockt sich. Das hat Style halt so, weil es einfach nur so aneinander gepackt und so, voll schön. Dann zwei so Herren, die sind so Lego-Sammler, die waren da auf der Jagd nach Vintage-Lego. Die haben 2 Teile gemacht, auch super toll, super interessant das Video, auch wieder völlig anders. Also so ist das ja bei jedem halt. Bumu TV, ne, auch wieder lustig halt. Unzählige Videos, Gorminister, seine Dokumentation. Ich weiß gar nicht, ob die schon online, müsst ihr mal gucken beim Gorminister. Und ja, zig Videos, es gibt ja auch schon ganz viele, die ihre Beute vorstellen halt und so weiter. Und ein Fazit, so werde ich das jetzt auch machen. Meine Beute, meine Geschenke und das Fazit ist ja das jetzt eigentlich schon halt, ne? Weil es war unglaublich wieder. Also wir waren ja morgen schon kurz nach 7 da. Ich durfte mit zum Stand der Maché Noir des Super Mega Goller Action Magazins, ne? Und beste Grüße. Das war lustig, da habe ich unter anderem mit dem Gorminister 4 Live-Unboxings gemacht. So eine Story, da haben Leute halt Geld bekommen und haben uns dann für den Betrag 10 Euro irgendwas gekauft. Das ist auch einmal kurz ausgeartet direkt am Anfang. Und das ist lustig, die Regie war auch noch dabei, weil ich da noch irgendwo rumgelaufen bin. Wir hatten uns zu jeder vollen Stunde verabredet zum Film. Da hinsetzen halt dann und so, und das war auch ein bisschen eng. Dem Minister ist auch so ein kleines Missgeschick passiert, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Es war halt eng und wenig Platz. Und an so einem Banner kann man sich halt nicht abstützen, mein lieber Herr, ne? Ein paar Leute werden es mitgekriegt haben, vielleicht erzähle ich da irgendwann mal drüber. Ich weiß nicht, ob ich da Videomaterial von habe, weil das deutsche Video ist noch gar nicht im Schnitt. Wie gesagt, das kommt vielleicht erst nächstes Jahr dann. Wenn sich das wieder so ein bisschen gesättigt hat und dann alle schon wieder fickerig sind auf die neue Toyplosion, dann kann ich nochmal vom Jahr davor zeigen. Also finde ich, ist auch ein guter Weg, weil, wie gesagt, ich habe auch noch nicht alle Videos durchgeguckt, die online sind halt auf YouTube zur Toyplosion. Trödelmama, auch super Video, das macht auch richtig Spaß halt so. Also da sind schon hochqualitative Sachen bei. Hier Häuptling Gunter Murmel, ey, auch geiles Ding, ey. Das gucke ich mir auch immer gerne an, wenn er da rumrennt halt und so, weil auch schlabbert halt geil, ne? Hat der Dirko eigentlich hier Masters Man Cave, hat der eigentlich ein Video gemacht? Ich weiß es gar nicht, zumindest auch so ein Fazit-Resümee halt, ne? Gucke ich mir eher gerne an, ne? Weil der schlabbert auch einfach so raus halt so. Ich muss auch nicht mal lange überlegen. Und dann, wie gesagt, das kommt irgendwann. Ich präsentiere euch jetzt aber auch noch ein paar Geschenke, weil man hat ja auch Leute wieder getroffen. Ich werde die Namen wieder nicht mehr alle wissen halt, ne? Da waren so einige. Ich überlege jetzt gerade mal. Wer war denn da? André, Jens, Dirk. Ja, das war es auch schon wieder mit Namen. Ich habe extra gesagt, nee, ich merke mir diesmal alles. Wahrscheinlich habe ich mir die Namen in dem Toyplosion-Video gemerkt, wenn ich mit den Leuten auch vielleicht ab und zu geschlabbert habe oder eine Übergabe gefilmt habe. Das werdet ihr dann irgendwann sehen. Ich weiß es selber nicht, ich habe es auch noch nicht gesehen. Und ansonsten fing das ja morgens dann schon irgendwie, 27:07 bin ich da auch schon so rumgecrawlt, gecreept halt, ne, damit ich schon mal die ersten Spielsachen, die nicht mehr verdeckt waren, schon mal abfilmen konnte. Hab aber auch gemerkt, dass ich dachte, ich hätte dann soweit alles gefilmt, aber nach 3 Stunden irgendwie, 10 Uhr war Einlass, waren ja trotzdem schon Leute da, irgendwie alle paar Meter warst du trotzdem ein paar Minuten im Gespräch. Ich habe mir diesmal auch den Fokus gar nicht aufs Film gelegt, obwohl das wieder einiges war, also eine Menge. Und mir war es diesmal viel wichtiger, sich auch mal länger mit den Leuten zu unterhalten, so, ne? Gerade wenn du mal Zuschauer triffst halt und so weiter. Ich meine, das ist ja alles eh normal. Ist ja jetzt egal, ob einer ein Zuschauer ist, einer irgendwie was ins Internet stellt und so. Weil man hat halt Bock auf dieselben Sachen halt und schlabbert über Kindheit, ne? Über alten Scheiß und so. Das war sehr, sehr schön und das hat richtig Spaß gemacht halt. Ich war aber auch sehr, sehr durch, konnte also auch nur einen Tag, war nur samstags da.
Aftershow-Party war noch mit DJ Schiffrock. Beste Grüße, mein Mann. Und ja, ich hätte ja auch noch ein bisschen auflegen können, aber ich war einfach zu durch und bin dann, glaube ich, abends um 10 oder was weiß ich so, ne? Weil morgens irgendwie um 8:45 kam der Minister schon an, der war kurz draußen gucken und hatte mir schon das erste Präsent halt in der Hand gedrückt. Da war halt auch eine Flasche Bier drin, ein Schlüsselbier. Ja, die Person weiß, wen ich meine. Die nette Dame, die auf dem Cover ist des neuen Hyper Mega Color Action Magazins. Danke dafür, da waren schöne Sachen drin, präsentiere ich gleich auch noch. Und ja, Sonntag hätte ich gerne noch mitgemacht, aber das passte zeitlich alles halt nicht so, weil da war ich schon da anderseitig verwendet worden. Und ja, es war toll. Also nächstes Jahr auf jeden Fall muss man da früh genug sich mal einen Hotelplatz suchen und damit man da die Nacht zum Tag macht. Also das macht Spaß. Wie gesagt, von den Leuten wieder, so eine Veranstaltung lebt halt wirklich durch die Leute, die da sind, durch die ganzen Sammler, die ganzen Bekloppten. Man muss ja da nichts kaufen, man kann auch nur gucken. Und das ist einfach unglaublich, ey. Was ich vorhin sagen wollte halt, ey, in den ganzen Videos, du siehst immer, du denkst, ja, alles klar, den Stand kenne ich und so, da habe ich ja selber abgefilmt, habe ich gesehen. Du findest trotzdem immer noch andere Spielzeug, was du natürlich eine Stunde vorher nicht gesehen hast oder so, weil da ist ein fliegender Wechsel teilweise auch. Immer wieder wird irgendwas Geiles da hingestellt und so, wo du sagst, wow, wird total geil. Und ja, das ist das Schöne. Das ist schön, wenn die viele Leute halt ihre eigenen Eindrücke halt vermitteln durch die Videos, ne? Das macht richtig Bock. Ja, was auch Bock macht, ich war gerade schon bei DJ Schiffwork, der hat mir noch Geschenke auch mitgebracht. Unter anderem waren auch noch in dem Paket VHS-Kassetten. Ich glaube, die haben wir jetzt mit dem Minister und der Regie noch aufgeteilt. Eine Hörspiele drin. Ich gucke gleich mal in der Tasche, da ist nämlich alles möglich drin. Aber ein Vinyl hat er mir noch vermacht, und zwar hier. Silent Running, ne? Lautlos im Weltraum. Total schön. Hier sieht man ja auch schon diesen Roboter. Sehr Gong-Droid-lastig. Der ist, der müsste auch lange vor Krieg der Sterne, ja 71, ne, lange vor Krieg der Sterne rausgekommen sein. Also da hat sich doch irgendein Roboter-Designer, Creature-Maker oder so, sich bestimmt inspirieren lassen. Geile Samples drauf auch, cooler Film, fand ich als Kind. Total geil, ist eigentlich total ruhig, ne. Ist halt Silent Running, lautlos im Weltraum, der rennt so vor sich hin, der plätschert der vor sich hin. So ein Typ halt, ne, der auf so einer Raumstation ist, das sind so Biosphären halt irgendwie, so immer so Halbkugeln, die halt mit Botanik gefüllt sind und so weiter. Und er ist sozusagen der Gärtner. Ich weiß gar nicht mehr, und ist mit drei Robotern, mit drei von diesen Kistenrobotern, diesen Gong-Droids da unterwegs oder so. Und dann passieren da, glaube ich, mysteriöse Sachen oder er kriegt einen an der Klatsche, das habe ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja, mal wieder gucken. Ne? Das sollte man tun. Ich gucke jetzt aber mal hier in die Tasche. Komm her, sträub dich nicht. Was da so drin ist. Und eigentlich muss ich das heute ein bisschen schneller machen, weil im Anschluss, wenn das Video fertig ist, steppe ich zum Gorminister. So, der war es nämlich, der mir diese schöne Tasche morgens schon übergab. Ne? Stand drauf, oder steht drauf, DSD. Ja, wie gesagt, eine Flasche Bier war da drin. Schlüsselbier, das war der Schlüssel meines Unterganges sozusagen. Prostata Tiralala. Ach du Scheiße, es ist 9 Uhr, weiß ich schon, ne? Ja, verteilte sich ja über den Tag halt, ne? Irgendwie mit Bierchen hier und da und so weiter. Ja, und jetzt guckt mal, was hier drin ist. Total schön. Also danke euch beiden. Ne, guck mal hier. Playmobil-Comic Goldrausch in Clicky Town. Voll geil. Das sind diese, weiß ich, 77, 78er. Ich glaube, vierteljährlich sind die rausgekommen. Das ist jetzt hier Western-Geschichte. Richtig DIN A4 großformatige mit ja, Pappeinband. Ne, Playmobil-Comics. Gab es hier auch noch schwere Zeiten in Bieberstein. Ich weiß jetzt nicht, was es noch so gab. So, ich habe im letzten Mal so ein paar Dinger gefunden, so abgescannt halt. Total schön halt, ne? Alleine, ja, ein Blatt löst sich leider. Habe ich jetzt schon so oft aufgeklappt wahrscheinlich. Oder lag das einfach hier so drin? Nee, aber das sind zwei Seiten schon los. Da muss ich mal leimen. Hier mit den Ritterdingern, total schön. Hier ist auch noch ein Stempel drin, wem das mal gehörte. Sehr schön. Dann haben wir hier noch, das ist total toll. Guckt euch mal diese Karte an. Super. Ne? An meine Freundin, an meinen Freund, am so und so vierten. Willst du mit mir Playmobil spielen? Wenn ja, dann komm doch bitte um so und so viel Uhr zu mir. Du kannst auch etwas von deinem Playmobil mitbringen, wenn du willst. Viele Grüße, dein DSD. Ey, das ist ja mal geil, ne? Playmobil Ritter in Königlichs Ritterorden. Hier noch so ein Wappen drauf. Ey, super cool, allein, dass dieser Gimmick noch dabei ist. Das ist geil, also da freue ich mich sehr drüber. Also das ist klasse, das ist wirklich toll. Was war denn hier noch drin? Ich weiß auch nicht mehr, ob ich schon wieder irgendwo was entwendet habe. Da war
doch noch was drin, meine ich. War da noch ein Tape drin oder so? Vielleicht habe ich das schon wieder jetzt da einfach so reingelegt. Schön auch der Zettel, ne? Prostata, tiralala. Wisst ihr Bescheid, ne? Schön auch mit den Stickern und so. Das ist super. Ich packe aber hier Süßigkeiten auch noch. Einen habe ich schon gegessen hier, so ein Zombie-Saw. Die sind wirklich sehr, sehr sauer. Und hier noch so ein Halloween-Dings. Ja, super geil. Passt ja. So, Zettel. Remobil-Comic. Voll schön, weißt du, noch nichts gekauft da oder irgendwie sich, dass ich mich entschieden habe, also, was ich vielleicht mitnehme, weil ich warte ja immer, ich Idiot halt, ne, das ist das und dann vergesse ich es hinterher, ist mir diesmal auch wieder passiert. Ich hatte da Dunkle Kristall, den Chamberlain gesehen, ich habe gedacht, ja komm, den später mal, dann auch von Playmobil Raumfahrt, ein paar günstigere Sachen, lose. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was. Ich hatte noch was ins Auge gefasst und habe es dann im Laufe des Tages natürlich wieder vergessen, weil ich habe mir so viel geholt, dass es sage und schreibe sich auf eine Summe von einem Exemplar summiert hat. Sonst kam ich irgendwie ja, zu nichts. Ich guck mal, wo ist er denn? Ist so riesig, das Ding. Hier. Yeah. Stripe, der Gremlin. Den musste ich haben. Die gab es noch ein bisschen in größer. Aber... die waren halt dünner und ich finde, der kommt schon mit proportional halt ne, filmmäßig rüber. Total toll. Der sieht super aus. Für, ich glaube, 15 Euro habe ich mir gedacht, komm, ist, steht hier ein Jahr drauf? Da ist gar nichts eingefräst. Doch hier hinten. Moment, wo ist es denn? Warner Bros. 1984. Ja, geil. Ne, den habe ich mir dann gepickt, direkt halt auch irgendwie noch so, bevor es da richtig losging ab 10 Uhr. Aber, ja, ansonsten, habe ich halt alles vergessen, vor lauter Toys. I love Toys. Ja, weil, Alter, dein Herz hat nur so über da was gesehen, da was gesehen, dann auch, boah, was manche Dinger für Preise aufschlagen, was die wert sind. Aber schön war, Steinedorf hat so viel an, ich glaube, der Olli, der seine Sachen wandert, ne, der hatte da so viel an Lego-Weltraum-klassische Sets stehen, ey, Hammer. Ich nur so, boah, Playmobil war auch wieder so viel geiles Zeug. Krieg der Sterne habe ich Idiot auch gar nicht weiter durchgeguckt. Da hatte ich mir auch gedacht, ich sag, komm, so ein paar Figuren für jeden Zehner kann man sich ja holen halt, ne? Weil für den Gag hier mit dem Minister, da sprang ja auch hier eine Retro-Collection, gut, die kostet so auch einen Zehner im Laden halt, ne? Aber der R2 zum Beispiel, den die Regie ausgepackt hat, ne, hier Vintage Collection, der, weiß nicht, ob man den unbedingt noch irgendwo im Laden für einen Zehner kriegt, ne? Und, da waren so viele günstig figurenlose, aber da habe ich gar nicht die Zeit gehabt, halt, dadurch, wegen der ganzen Gespräche, da mal richtig durchzudingen halt. Ne? Aber wie gesagt, man sieht das in so vielen Videos, immer wieder sieht man was anderes. Also da kann man sich zwischendurch mal abends ruhig ein Stündchen Zeit nehmen, mal ein, zwei Videos gucken. Obwohl die gehen auch relativ lange, wie beim Star Wars Sammler halt. Ne? Das war super, wie gesagt, morgens den direkt schon getroffen. Stand da an so einem Stand und hat da so spezielle 5-Euro-Münzen gezeigt und hat mir da auch schon, nee, hat er später, ne, ist der hier drin? Ich muss mal gucken, dieser Münzsatz, ja klar, hier, sehr geil, ne, ein Münzsatz, deutscher D-Mark, ne, schön in der Mitte hier der Heiermann drin, ne, der gute alte Fünfer, ne, wir haben 1, 2, 5, 10, 50 Pfennig, eine deutsche Mark, guck mal, die ist von 81, dann haben wir von 79, 69, ja, 2 Markstücke. Gucken wir auf der Rückseite. Ja, der 5er ist von 81. Das Markstück, da steht gar kein Jahr drauf. Ja, 50 Pfennig, ne? 81, 81, 81. Die sind alle von 81. Ja, und die 2 Markstücke auch alle. Das ist halt herbe bei den 2 Markstücken, die sind halt mittig, ne, wo die Ziffer ist, sind die halt sehr, sehr dunkel schon geworden. Irgendwie. Aber ist geil, hat Thomas für alle YouTuber irgendwie gehabt, halt, ne, so einen Münzsatz. Ich glaube, ich habe das schon im Video, so habe ich dann gesagt, so ich sage, ja geil, werde ich sofort hier in Püppchen investieren oder so, als Zahlungsmittel nochmal die gute Mark benutzen, aber nee, das ist geil, also sowas wird in Ehren gehalten, erstmal weil ne, der Heiermann, den man, also ich immer bei Urma und Oma mal öfters zugesteckt bekommen habe mit einer Tafel Schokolade in den 70er, 80er und das sind eigentlich die Geldstücke, mit denen man auch immer zur Bude gegangen ist. Also ein 5er war schon herbe dann halt, ne? Da konntest du dann mal Mickey Mouse Heft holen, noch was Süßes und vielleicht noch so ein Styropor-Flugzeug. Oder auch mal ein Captain Future Heft, was ja ein bisschen teurer war, ne? Oder mal ein Yps Heft oder so. Gemischte Tüten, Eis und so weiter, ey, das ist die Währung, Alter. Das habe ich oft in der Tasche gehabt.
Zwar nicht viel davon, aber es hat gereicht, ne? Voll schön. Thomas, vielen lieben Dank dafür. Super cool. Und ich hoffe, dass dieses andere Ding, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich schweife auch schon wieder ab, genau, beim Thomas war man. Dem habe ich nämlich dann noch hier drei Schimanski, also Tatort-Schallplatten noch vermacht. Da hat sich auch gefreut, ne? Das ist schön, dass bei ihm im Video auch drin, ne? Ich habe da auch ein bisschen gefilmt, aber ich habe die Übergabe, habe ich glaube ich nicht richtig gefilmt, aber wie gesagt, werde ich bestimmt in das Toyplosion-Video trotzdem nochmal aus den anderen Videos mit reinpacken, dass man verschiedene Perspektiven sieht oder so. Und das hat schon Spaß gemacht, da haben wir schon geschlabbert und zwischendurch ist man sich immer beim Weg gelaufen. Ich habe es auch diesmal gar nicht geschafft, oben bei ihm großartig mal an den Stand zu gehen. Der hat ja Unmengen an Spielzeug verschenkt, hunderte Items. Von Masters über Playmobil, über weiß nicht, Hot Wheels, Matchbox, Krieg der Sterne, ne? Alles irgendwie. Und da war so voll halt so, da kam ich gar nicht mehr. Da habe ich auch gesagt, nee, komm, ich guck hier lieber, ne, unterhalte mich mit den Leuten. Und zwischendurch hat man sich ja dann getroffen und auch direkt wieder Faxen gemacht. Auch auf der Aftershow-Party noch so ein bisschen und so. Hat er mir noch hier was sind das, Havannas, so eine Zigarre angeboten. Aber ich so, boah, hör auf, ich bin schon besoffen, ich rauch die bestimmt auf Lunge oder so. Kubanische Havannas. Hallo. Ihr fangt mir keine Revolution an, ja? Ist die nicht schon vorbei? Ich kann sowas nicht, weil ich rauche das auf Lunge. Weil ich bin ja noch nicht mal so Kippenraucher, dann ziehe ich das auf Lunge. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Sehr lieb von dir. Für uns schon, es gibt schöne Videos für YouTube. Das habe ich dann sein lassen. Da war dann auch schon kurz vor Ende halt so. Für mich zumindest. Und ja, geile Veranstaltung, geile Leute da, auch wieder, ne, viele Leute getroffen, die man von der Los Amigos zum Beispiel kennt halt, das ist auch immer schön, ne, da die ganzen Masters-Jungs zu treffen. Da gibt es ja einen speziellen auch, der nennt mich halt nur noch Thomas D. Beste Grüße. Das war wieder geil und macht einfach Spaß, so, weil man sich auch ein bisschen mit Sprüche foppen kann halt und so. Ne, und ja, ich weiß nicht, vielleicht filme ich nächstes Jahr gar nicht mehr. Oder nur noch die Leute halt, wenn man sich mit denen unterhält und so weiter, dann haben wir bei einer Currywurst, bei einem Bier und so weiter, aber manches muss auch gar nicht gefilmt werden, weil das war cool, also das sind für mich so die geilsten Momente da gewesen. Aber ich meine, auf so einem Haufen da Spielzeug in so einer Menge, ich will gar nicht wissen, was das für eine Summe ist halt, ist das versichert, wenn die Halle abbrennt oder so und Entschuldigung, das ist heftig. Also nächstes Jahr, wer es jetzt noch aus Videos kennt oder überhaupt neugierig geworden ist, ey, kommt da hin. Das macht richtig Spaß, nur zu gucken alleine schon, mit den Leuten quatschen und zusehen, was die Leute da so rausschlören und so, das bockt sich richtig. Was sich auch bockt, habe ich geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das wieder geschenkt hat. War hier dann so einen zusammengebügelten, zusammengesteckten R2, sehr schön, danke dafür. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich nicht mehr die ganzen Namen auf Kette habe und so, ja, das ist... immer blöd bei mir. So, dann haben wir hier, ach, das war beim Schiffbruch, glaube ich, noch drin. Hier, clever und smart. Taschenbücher kann man immer mal gebrauchen. Die habe ich jetzt als Kind nicht so wild gelesen, aber ich weiß, dass mein Onkel am Bodensee die immer hatte, wo ich auch die schon Zinkerhefte gelesen habe dann und so, ne, und der auch ganz viele Bravos hatte. Und ich war ja eh noch Dötzgen, also gerade in der Grundschule oder davor auch schon. Und ja, clever und smart, kleine grüne Männchen hat er, ich glaube, die Sturmtruppen auch noch. Und daher kenne ich die halt noch so, ne? Von daher ist das halt auch wieder Kindheitserinnerung so. Ne? Also selber habe ich vielleicht mal ein, zwei Hefte gehabt, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, mehr Asterix-Hefte als Kind gehabt. Aber deswegen, irgendwann hat man einiges wieder, ne? Was haben wir hier noch? Ach, hier, genau. Mann, wer war's? André, Jens, ich weiß es nicht mehr. Der hatte hier noch DVDs für mich, Angriff der Klonkrieger und E3. Kann sein, dass ich die auch schon habe, aber ey, davon kann man nie... zu viel haben. Ne? Die Box war noch hier drin, weil die habe ich nämlich nicht. Also als Video-Edition habe ich ja die verschiedensten, ne? In Mengen. Die Collection halt noch. Hat, glaube ich, das Special Edition Cover, oder? Ja. Das sind nämlich eigentlich... Ja, hier ist nur der Audiokommentar drauf, weil ähnlich mit dem Cover sehen die doch auch aus noch in einem güldenen Schuber. Also mit so einem goldenen Rand, wie die Ado Goldkante. Wo die Kinofassungen mit drauf sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr genau. Also das ist alles ohne Gewehr, was ich euch hier erzähle. Das war, glaube ich, auch noch Captain Baloo hier. Baloo, der Teufelskerl, war, glaube ich, auch noch beim Schiffhock drin. Ne? In dem Päckchen. Oder, ich weiß es nicht. Das ist alles, ne? Hier auch noch geil, Alter. Patrick F. Patrick, Alarm in den Bergen. Playmobil, Hörspiel von Europa. Ist, glaube ich, sozusagen die Nachfolgeserie oder kam der als erstes? Ne, erst kam, glaube ich, Professor Mobilux. Das ist unter anderem auch Folge 3 mit dem
Schlossgespenst ist halt, ne? Diese Figur. Ich meine, das war ja immer auf Sets bezogen halt vom Playmobil. Ne? Wie gesagt, von Europa super cool. Wenn ich da mal mehrere von habe, macht man da bestimmt auch mal ein Special zu. Kann man ja mal machen. Fällt hier gleich alles um. Also ihr seht, ich bin hier nur voll mit Geschenke, weil ja, wie gesagt, ich habe nicht mehr gekauft. Das ging ja nicht. Dann kam mir noch, wer war das denn wieder? Da wollte ich gerade hochgehen wieder. So im Durchgang kam mir jemand entgegen und drückte mir das in die Hand. Also hier für dich. Ich so, geil. Cinema-Sammelband, ne, Filme der 70er Jahre. Total geil. Also ich glaube, das sind ja immer verschiedenste Filme aus den Cinema-Zeitungen nochmal hier zusammengefasst, halt die Besprechungen dann halt und so weiter. Ne. Teilweise sind auch immer so Making-ofs dabei und so. Ich sehe jetzt natürlich nicht, ob hier schon Krieg der Sterne war. Total geil, fahre ich voll drauf ab, so, weil das ist Kindheit, auch Cinema halt so, definitiv. Der Nachbar über uns immer gehabt, da konnte ich die mal lesen. Da gab es dann immer den Cinema-Jahreskalender mit den ganzen Filmplakaten halt, den hat er mir dann immer geschenkt auch. Das war toll. Ich glaube, kann sein, dass ich das Buch schon mal vorgestellt habe, dass ich das nämlich auch habe. Das macht aber nichts, wie gesagt, wenn ich was doppelt habe, ist ja nicht schlimm. Irgendwann braucht der ein oder andere mal was halt, ne? Dann kann man sich da austauschen. Und dann, stimmt, hat der Minister mir noch ein Geschenk gemacht. Das hat er mir aber erst gegeben, als wir hier so ein Resümee-Video gemacht haben. Jetzt habe ich gespoilert, verdammt. Weil ich glaube, das kommt erst Ende des Jahres beim Minister, das Video. Aber egal, da könnt ihr sehen, wie ich abgehe, weil da gibt es eine geile Story zu halt. Ich hatte diese Platte nämlich auch gesehen und abgefilmt dort. Und das war auch so ein Ding, wo ich hinterher wieder nicht mehr daran gedacht habe, mir die mitzunehmen. Ich wusste jetzt nicht, wie teuer die sind. Die haben mir wohl mal 10 Dollar Cent gekostet. Planet of the Hujibs. Schön mit dem Buch da drin. Dann kommt, glaube ich, ein R2-Gepiepe. Dann kannst du mal umblättern. Du kannst halt mitlesen. Das sind diese Read-Along-Dinger. Gab es bei uns von Remus auch. Krieg der Sterne von Rückkehr der Jedi-Ritter und so weiter. Und hier gab es noch so einige. Ich glaube, so 2, 3 Ewok-Geschichten halt noch. 24-seitiges Buch ist da immer drin. Die ist noch eingeschweißt. Die könnte ich auch mal, doch. Ich habe die in digitaler Form mal zum Hören, ne? Aber ich möchte die schon atmen lassen, ne? Besser ist das. So, dann haben wir hier noch was. Ich weiß gar nicht, aus welchem Paket das wieder ist. So, ach, warte mal. Hier ist nämlich ein Zettel. Das ist geil. Ha, ich glaube, da habe ich schon in einem Trödel-Video von erzählt, weil da hatte ich auch ein Schwarzer Peter-Spiel ergattert. Und hier ist auch eins von Ravensburger. Ne? Erster Kartenspaß, 3 bis 7 Jahre. Schwarzer Peter. Ein Jahr steht hier wahrscheinlich nicht drauf. Ne? Ist aber noch eine vierstellige Postleitzahl. Ne, 2021. War nicht die Postleitzahl, steht 2021 drauf. Ja, ein Schwarzer Peter-Spiel, vor allen Dingen mit einem Zettel dabei. Ja, damit der DSD auch mal ein Spiel hat, wo sogar er nicht die Regeln merkt bzw. versteht. Ja, auch mit 1,8 Atü auf dem Kessel. Geil, super. Also vielen lieben Dank dafür, wird bestimmt mal beim Minister gezockt. Ne? Das wird auch noch was dann. Ja, dann hier noch ein, ich weiß, Mann, von wem war der denn wieder, ey? Ey, seid mir nicht böse, ey. Hier haben wir noch Minion-Figur, den Crow-Minion, so ein Neandertaler. Auch super cool. Die sind ja auch witzig. Und deswegen, weil das habe ich das dann auch, doch, auf der Toyplosion ist mir ja noch ein Karton übergeben worden, oder zwei, ich weiß es nicht mehr, Mann. Nicht, dass wir einen vergessen haben oder so, das wäre ärgerlich. Hier, King Bob. Als hier Funko Pop, diese Pop-Dinger. Ja, super, schon wieder ein Funko Pop, wa? Die vermehren sich langsam bei mir, aber ich habe mir noch keinen einzigen gekauft. Aber ich glaube, der ist ganz witzig mit der Krone. Ja, der kann schön neben einer Krone Bierflasche. Ne, so Bierflaschen habe ich hier nicht stehen. Mal gucken. Ja, cool. Also kann ich gebrauchen, ne? So ist ja nicht. Was gibt es hier noch? Ich schau mal, was hier noch ist. Ach, hier. Die waren, glaube ich, auch noch in der Tüte mit dem Bier drin, mit dem Playmobil-Comic. Wenn ich mich nicht vertue, ich kann das alles nicht mehr richtig rekonstruieren. Ne? Playmobil-Western haben wir hier. Ne? Was? Und Top Agents 2 sind da 2 Geschichten drauf. Das sind immer so, ne, so animierte Playmobil-Filme. Finde ich teilweise echt witzig. Dann haben wir hier noch der Playmobil, das sieht sehr... Achso, Römer und Ägypter, der Film und ein Artikel. Die gehen auch immer nur so 13 Minuten, also eine knappe Viertelstunde. Und hier Playmobil Knights. Auch 13 Minuten, Deutsch, Französisch, Holländisch. Knights, der Film und alle großen Ritterweltartikel. Ja gut, ein bisschen Werbung noch. Aber sowas ist auch cool. Also sowas wird man in
20, 30 Jahren auch kultig finden halt, ne? Dass da immer so Werbedinger, die gab es ja umsonst immer in den Geschäften, ne? Total schön. Dann, ich will mal noch weiter, hier ist noch mehr drin. Von wem war das denn wieder? Ich weiß es nicht. Hier noch so ein Trooper aus dem Krieg der Sterne Film, die es nicht gibt, die verschollen sind. Der sieht ja eigentlich auch fast aus wie ein Concept Snow Trooper. Ich glaube, das sind die, die es beim Aldi gab oder in so verschiedenen Discountern halt, ne? In so Pappkartons. Ja, guck mal, Hüfte lässt sich drehen. Immer her damit, immer her damit. Dann haben wir hier noch ein paar Sammelkarten. Ne? Hier Lego-Sammelkarten, die sind noch zu. Weiß nicht, ob man die zulassen muss, sollte. Ich möchte schon wissen, was da drin ist. Ne? Ich bin ja ein wenig neugierig. So neugierig, was habe ich denn hier noch? Ach, guck mal hier. Wer hat mir das denn noch geschenkt? Ich weiß es nicht. Der Dirk hat uns doch auch noch eine Tasche gegeben. Das ist aber, glaube ich, da steht noch eine Tasche, aber da mache ich ein extra Video zu, weil der hat mir zweimal schon um Trödel was gegeben. Aber da hat der uns was geschenkt, auch ich weiß es nicht mehr, ey, das ist auch immer so schlimm, ne? Weil, Mann, ich muss mir das in der Kamera demnächst mal sprechen, aber wie gesagt, das ist ja nicht vonnöten halt, ne? Ich freue mich auch, wenn man die Leute trifft, also ihr müsst da nicht immer mit dem Geschenk ankommen, halt, das ist ja. Ja, ich find das schön, aber wie gesagt, das muss nicht sein. Nein, immer her damit. Guck mal, hier haben wir nämlich das alte. Ach, guck mal, wie schön noch eingepackt. Das alte Playmobil Piraten Ruderboot mit Sticker auf der Schatzkarte. Super, wir haben hier noch Teller drin, eine Axt, ne, einen Spaten, die Flüstertüte. Die beiden Bänke sind drin, die Ruder. Super, selbst hier die Ruderstange, also diese Abstoßstange, ich weiß nicht, vielleicht war es auch eine Fahne. Und wir haben hier noch ein paar Goldstücke, den goldenen Säbel, die goldene Laterne, die hier dran kommt, und noch eine goldene Suppenkelle. Extra in so einem kleinen Döschen verpackt. Voll schön. Ja, passt ja, ne? Ich habe ja auch so zwei, drei Piratenschiffe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ein altes, doch ein Vintage habe ich auch. Weil es, glaube ich, nicht komplett, ne? Die Piraten braucht, die hat halt ohne Ende. Aber das behalte ich für mich. Das war halt für mich hier. Hier haben wir nämlich noch drei Matrosen. Geil. Mit Drehhände schon. Also müssten die wieder. Ich vertue mich ja mal so. Anfang, früh 80er rausgekommen sein. Ich glaube, es gab auch einen, der so aussah. Der hat hier so Seehunde dressiert für den Zoo. Dann haben wir hier noch einen ohne Hut. Ne, so ein Gondolier sozusagen. Hier noch einen mit Hut. Voll gut. Voll schön. Ist hier noch was drin? Warte mal, da schlaufelt noch was rum. Was ist das denn? Hä? Ah, ja, das gehört zu dem, was ich jetzt hier noch raushole. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ne? Lucasfilm Limited Funko 2020. Da ist so eine Factory-Nummer drunter. Dann hole ich das kleine Ding nochmal eben hier hervor. Wenn auch einfach in der Hand gedrückt, weißt du? Guck dir das mal an hier, den Boliden. The Mandalorian, ne? Funko Pops, ey. Ich hab doch gesagt, ich stehe da ja nicht so drauf, aber das ist schon schlimm. Der Dose hat das mal gesagt. Der hat nämlich ganz viele so Funkos, so Horrorfiguren halt auch und so. Der sagte, ah, die sind schon geil halt, die sind, weil die so ein bisschen, ja, die sind halt cute. Die haben halt dieses Kindchenschema irgendwie, ne? Und ach so, dachte ich, die war schon offen. Ich dachte jetzt nur, die wäre unten. Ich zeige euch den mal, weil der ist einfach geil, weil der so geil verchromt ist. So, jetzt tickt er mir runter und dann hat er eine Boba Fett Beule im Helm. So, ich stelle das mal hier hin. Tja, noch mehr Funko. So, Alter, ist der geil. Der kommt schon richtig edel. Ich zeige euch den mal eben hier so. Seht ihr auch die Kamera, ne? Und wie es dahinter aussieht. Oh mein Gott. Oh nein, ihr seht, was da alles rumsteht. Da eine versteckte Nähmaschine, eine bedeckte. Ich pack den mal hier drauf. Könnt ihr euch den so mal anschauen. Hammergeil. Der ist witzig. Der ist auf jeden Fall witzig, ne? Der sieht schön aus, ey. Guck mal, boing, boing, boing. Guck mal, dann hüpft der. Der kann sogar hüpfen. Quatsch. Ja, ich glaube, das war es an Beute und Beute und Geschenke von der Toyplosion 2024 Tag 1. Und ich kann euch nur empfehlen, geht ja beide Tage hin. Ich habe ja die anderen Videos auch gesehen, da ist dann eher alles ein bisschen ruhiger, aber das
bockt sich einfach, ey, die Massen zu sehen. Das ist teilweise echt so, wenn die so hochgestapelt sind, die Regale. Wenn das jetzt schmale Gänge oder anders beleuchtet, ne, so mit Teppichboden und so, dann wärst du wieder in der Spielwarenabteilung deines Vertrauens früher. Also, das ist schon cool. Also, war toll. Ihr dürft gespannt sein auf mein Video dann. Wie gesagt, irgendwann vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es zur Weihnachtszeit raushaue oder erst irgendwie im Sommer nächsten Jahres, wenn dann hoffentlich die nächste Toyplosion irgendwie ein, zwei Monate später dann ansteht. Ansonsten, wie gesagt, Marché Noir im Februar. Also denke ich mal, Anfang des Jahres oder zum Ende des Jahres hoffe ich, dass das Marché Noir Video dann von 2024 kommt. Ansonsten ein paar Reviews bei mir gucken, irgendwas auf der Tour wird bestimmt auch immer dabei sein. Trödel, schauen wir mal, wie der Winter so wird. Da werde ich wahrscheinlich immer nur auf einem Trödel sein, wenn überhaupt, bei der Kälte. Könnte man auch mal lassen, habe ich jetzt oft genug gemacht. Halt, ne? Ich weiß es nicht. Was ihr aber noch nicht oft genug gemacht habt, hier Videos von mir gucken. Ne? Könnt ihr euch noch ein bisschen durchdicken hier und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, ja, Mittag, Nacht, Woche, was auch immer. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, danke fürs Zuschauen und ja, Feierabend gesagt, ne? Tschüss. I love to- da war doch noch was. Herzlich willkommen bei DSD, seine Vergesslichkeit. Fange ich Toyplosion Video an, ne? Ohne das Geilste zu zeigen, was ich ja schon kurz zuvor bekommen habe. Ich hoffe, ich muss mal Platz machen hier, ne? Man sieht es, also das wurde dem Minister vor geraumer Zeit schon zugeschickt. Eins für ihn halt und ein Special for me. Und zwar, guck mal hier, ist das geil. Schön Darth Vader und die Stormtrooper. Das könnte ja vielleicht sogar im Outpost One gemacht worden sein. Ich weiß es nicht. Ne, da auch nochmal liebe Grüße an die Christina. Aber das hier, danke Peller. Ne, die konnte man, glaube ich, auf der Dings jetzt auch erwerben. Da ohne Ende. Ne? Ja, ich wollte das eigentlich, wollte ich die Toyplosion auch vorher irgendwie präsentieren, dass ich einen Monat vorher immer den kleinen Teaser davor mache. Habe ich total verplant, weil ich ganz anders produziert habe. Das tut mir sehr leid. Aber hier ist schon mal die Werbung für nächstes Jahr, für 2025. Ne? Kommt zur Toyplosion, ihr seht, es ist alles dabei. Hier, ne? Lego-Weltraummännchen, Star Wars. Was ist denn hier noch so bei? Ja, Masters, natürlich Ghostbusters, Playmobil, Piraten. Das ist bestimmt ein Transformer. Ja, und das hier, keine Ahnung, G.I. Joe? Oder, das wollte ich euch nur mal eben noch gezeigt haben. Und in diesem Sinne jetzt aber wirklich, bye bye, tschüss. Und dann im nächsten Jahr, irgendwann gibt es das Toyplosion-Video dann auch von mir. Geil, ne? Das ist super. So, tschüss gesagt. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.